Oberösterreichische Handwerkspreise 2010. Vor nun schon 21 Jahren wurden die Oberösterreichischen Handwerkspreise erstmals von der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Oberösterreich ausgeschrieben. Dass sich diese gemeinsame Initiative der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, der Wirtschaftskammer Oberösterreich und des Wirtschaftsressorts des Landes Oberösterreich sehr großer Beliebtheit erfreut, beweist auch heuer wieder die hohe Anzahl und Qualität der eingereichten Projekte. Mit Ende der Einreichungsfrist am 30. Juli 2010 begann für die Fachjury die Bewertungsphase. Viele herausragende handwerkliche Leistungen, die im Zuge von Restaurierungen und Revitalisierungen in den Bereichen Bauen, Wohnen und Einrichten erfolgten, wurden besichtigt und in der Folge bewertet. 2 Tage war die Jury quer durch Oberösterreich unterwegs und gelangte dabei schlussendlich zu einem einstimmigen Ergebnis. In diesem Jahr werden insgesamt 20.000 Euro an Preisgeldern vergeben, die zu gleichen Teilen die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich und das Wirtschaftsressort des Landes Oberösterreich zur Verfügung stellen. Die Jury vermerkte eine bemerkenswerte Leistungsdichte in den unterschiedlichen Gewerbesparten und kam zu folgendem Ergebnis: 4 Anerkennungspreise zu je 1.000 Euro. Ein 3. Preis in der Höhe von 3.000 Euro. Ein 2. Preis in der Höhe von 5.000 Euro. Sowie ein 1. Preis in der Höhe von 8.000 Euro. Wir bedanken uns bei allen Unternehmen, die an den diesjährigen Oberösterreichischen Handwerkspreisen teilgenommen haben, und gratulieren den Preisträgern sehr herzlich. Die Anerkennungspreise. Josef Lind, Restaurierung Bösendorfer Hammerklavier in Kirschholz. Das 1845 von Ignaz Bösendorfer gebaute Hammerklavier, das aus Kirschholz gefertigt wurde, konnte in der baulichen Substanz von der Firma Josef Lind restauriert werden. Bei dem durch oftmaligen Transport stark beschädigten Flügel wurde der Körper fachgerecht und den damaligen Regeln der Technik samt Materialien entsprechend saniert, sodass zwischen alt und neu kein Unterschied festgestellt werden kann. Nun kann dieses einzigartige Instrument wieder als Konzertflügel eingesetzt werden. Bruno König, Gestaltung einer Gartenanlage samt Schwimmteich. Die Zielvorgabe des Auftraggebers, eine exklusive und repräsentative Gartenanlage als Ort zum Krafttanken mit lauschigen Ruheplätzen, wurde von der Firma Gartenkönig Bruno König mit höchstem Einfühlungsvermögen und äußerst exakter Ausführung umgesetzt. Die weitläufige Anlage mit integriertem Schwimmteich vermittelt trotz ihrer Größe einen heimeligen Charakter und lädt ein, die Seele baumeln zu lassen. Schöfbänker Gesellschaft mbH, Sanierung des Rechensteges in Bad Ischl. Der historische Rechensteg über die Traun in Bad Ischl musste einer Generalsanierung unterzogen werden. Die Firma Schöfbänker Gesellschaft mbH wurde mit der Geländerkonstruktion beauftragt. Diese musste genau nach dem historischen Vorbild, jedoch mit dem an heutige Standards angepasster Technik ausgeführt werden. Da die Konstruktion aber nicht den heute geltenden Sicherheitsbestimmungen entsprach, wurde auf der Innenseite des Geländers eine durchgehende Verglasung montiert, die sich unaufdringlich in das Ensemble einfügt. Alois Störinger, Revitalisierung eines Weingutes, farbliche Gesamtgestaltung. Die Firma Alois Störinger wurde mit der farblichen Ausgestaltung der meist offenen Einzelräume in einem revitalisierten Weingut beauftragt.
Dabei musste auf die vorhandenen Einrichtungsgegenstände sowie der zahlreichen Kunstwerke in den einzelnen Räumen Rücksicht genommen werden, um ein harmonisches Gesamtbild zu erreichen. Die beeindruckende Harmonie und handwerklich erstklassige Ausführung auch diverser Dekorationsmalereien lassen den ehemaligen Lagerraum in neuem Glanz erstrahlen. Der dritte Preis. Ingenieur Edith Maria Hummer. Restaurierung eines zweiflügeligen Hoftores. Die Tischlerei für Restaurierung Ingenieur Edith Maria Hummer wurde mit der Wiederinstandsetzung eines zweiflügeligen Hoftores eines Vierseithofes beauftragt. Die weitgehend desolate Tragkonstruktion der Flügel wurde fachgerecht saniert bzw. ergänzt, sowie die bestehenden Beschläge in Gang gesetzt. Die sehr einfache Aufhängung der Tore, die über einen Drehkolben und geschmiedeten Dorn in einem Granitblock sitzen, wurde teilweise erneuert bzw. wieder funktionstüchtig gemacht. Im Zuge dessen wurde auch das Niveau des Pflasters leicht abgesenkt. Die Torflügel wurden an der Außenseite mit einer waagrechten Schalung aus profilierten Nut- und Federbrettern verblendet und im Bereich des sehr unregelmäßigen Korbbogens wurde ein Sonnenstrahlornament angepasst. Die diffizile Ausführung der einzelnen Details sowie das Ausdübeln aller Verbindungen mit handgefertigten Holzdübeln lassen eine hohe handwerkliche Leistung erkennen. Die im Zentrum des Sonnenstrahlornamentes angebrachten, kerbgeschnitzten Symbole verleihen dem Tor ein einzigartiges Äußeres. Die unaufdringliche, aber bestimmt wirkende Gestaltung des Eingangsbereichs verleiht dem Hof mit diesem Detail ein außergewöhnliches Erscheinungsbild. Der zweite Preis. Liederwahn Winkelmeier GmbH. Hubschrauberausstattung Helibras. Personen, die einen Hubschrauber der Firma Eurocopter ihr eigen nennen können, bewegen sich auf der Straße mit Automobilen wie Rolls-Royce, Maybach, Bentley oder dergleichen. Nachdem der Wert eines derartigen Fluggerätes etwa 6 Millionen Euro beträgt, muss auch die Ausstattung des Hubschraubercockpits hohen Qualitätsstandards entsprechen. Die Firma Liederwahn Winkelmeier GmbH aus Wels hat sich auf die Herstellung derartiger Ausstattungen spezialisiert und ist weltweit eines von nur drei Unternehmen, das den anspruchsvollen Anforderungen eines solchen Flugzeugausstatters entspricht. In reiner Handarbeit werden die Lederteile millimetergenau zugeschnitten, die Kanten geschärft und derart eingeschlagen, dass an der Oberfläche nicht die geringsten Faltenbildungen oder ein Abdruck sichtbar werden. Dazu ist es erforderlich, dass die Zugrichtung des Leders und alle Nähte richtig gesetzt werden. Die Sitzbezüge sind demontierbar, wobei die Einzelteile nur durch Klettverschlüsse zusammengehalten werden dürfen. Eine große Passgenauigkeit ist erforderlich, um die Flugsicherheit nicht zu gefährden. Dieselbe Maßarbeit wird für die Herstellung der Bodenteppiche gefordert. Die unzähligen Ecken und Ausnehmungen werden passgenau ausgeschnitten und eingefasst. Eine Arbeit, die nur händisch, Stich für Stich durchgeführt werden kann. Ein traditionelles Handwerk wird damit höchsten Ansprüchen eines modernen Fluggerätes gerecht. Der erste Preis. Heider, Baugesellschaft MbH. Sanierung Schloss Tannbach in Guttau. Der dreigeschossige Bau des Schlosses Tannbach in Guttau, der in seinem Kern aus dem 16. Jahrhundert stammt und im 19. Jahrhundert seine jetzige Form erhielt, war dem Verfall preisgegeben. Im Jahr 2007 ging das Schloss Tannbach in den Privatbesitz von Herrn Johannes Weißengruber über, der unter den Auflagen des Bundesdenkmalamtes die edle Bausubstanz zu renovieren begann. Die große Liebe zum Detail sowie der erhebliche finanzielle Aufwand ist in der Adaptierung der Dachlandschaft zu erkennen.
Die Firma Haider Baugesellschaft MbH aus St. Oswald bei Freistadt wurde mit der Generalsanierung der Dachkonstruktion sowie der fach- und denkmalschutzgerechten Erneuerung des Hauptturmes und der vier an den Ecken situierten Zwiebeltürme beauftragt. Die feingliedrigen Konstruktionen und der Anspruch an hohes handwerkliches Können ließen Gewerke entstehen, die den Originalen um nichts nachstehen. Die gut durchdachten und handwerklich einwandfrei hergestellten Turmkonstruktionen wurden vor ihrer Montage von einem Spenglereibetrieb verblecht und anschließend am Bauwerk versetzt. Dabei wurde traditionelle Handwerkskunst mit heute üblichen Managementmethoden verbunden. Detailgetreu wurden auch die Räume im Dachbereich gestaltet, wobei die Dachkonstruktion in weiten Teilen sichtbar blieb. Die Anschlüsse der Gipskartonplatten wurden mit aufwendigen Details derart gestaltet, dass eine weitgehend rissfreie Anbindung an das Gewerk auf Dauer gegeben sein wird. Durch die Sanierung von Schloss Tannbach wird die Mühlviertler Landschaft um ein weiteres Architekturjuwel bereichert.